Zwischen den Weihnachtsbäumen spazierte Nikolaus mit echten Rentieren. Denn an diesem dritten Adventwochenende gibt es in Niederseelbach wieder Weihnachtsbäume zum Selberschlagen. Mit Pfannkuchen, Waffeln, Glühwein und Punsch können sich die Besucher hier erstmal stärken. Die Atmosphäre kommt an bei den Besuchern und viele sind nicht zum ersten Mal hier. Das zieht einem jedes Jahr hierher, weil es so schön ist mit den Rentieren, mit dem Nikolaus. Und das Wetter ist natürlich perfekt. Dass es so schön auf dem Hügel liegt, dass die Sonne scheint und die Pfannkuchen schmecken. Total lecker. Weil wir die Weihnachtsbäume selber uns aussuchen können und natürlich, weil die Rentiere da sind. Sie sind an diesem Wochenende die heimlichen Stars. Die drei echten Rentiere Frieda, Rudi und Momo. Dabei geht es hier eigentlich um die Weihnachtsbäume. Die Besucher haben die Qual der Wahl zwischen Edelfichten und Nordmanntannen. Da fällt die Entscheidung nicht leicht. So geht es auch Familie Zuschkel, die sich an diesem Jahr den Baum selbst schlagen möchte. Das ist einfach viel mehr Spaß macht, ihn selbst zu fällen, als einen fertigen zu kaufen. Der Spaß dabei, ihn auszusuchen, zu diskutieren, der. Und die Tatsache, dass mein Mann diesen Baum fällt. Oder auch nicht. Und tatsächlich muss jetzt Sohnemann Max den Baum absägen. Soll ich jetzt irgendwas hochfallen? Da, wo er schön ist. Ist nicht schön. Jetzt braucht ihr nicht so tun, als wärst du der Erste, der mir fällt. Kritisch beäugt von Mutter und Schwester. Ja. Nehmen den anderen, der lässt den nicht sägen. Müssen wir den festhalten? Früher, dann kann der Max länger sägen. Dann geschafft. Der Baum ist ab und Max ist stolz. Es macht mehr Spaß, den selber zu fällen, weil es... Ja, man fällt ihn halt selber, anstelle einfach irgendeinen zu kaufen, der irgendwo aus der Masse kommt. Vater Zuschkel trägt den Baum noch zum Verpacken und Bezahlen. Zwischen 11 und 19 Euro je Meter kosten die Fichten und Tannen zum Selberschlagen in Niederseelbach. Familie Zuschkel hat 30 Euro für ihren Baum bezahlt. Noch bis morgen 16 Uhr können sich Besucher hier einen Baum selbst schlagen. Und für die Weihnachtsstimmung wird auch morgen der Nikolaus mit seinen drei echten Rentieren sorgen.